Moin Moin allerseits und herzlich willkommen zu einer der letzten Folgen Need for Speed Underground 2. Ich denke, es ist schon soweit, dass wir das sagen können, denn unsere Karte sieht jetzt ziemlich traurig leer aus. Wir fahren jetzt noch das 1UL-Rennen hier am Flughafen und dann gibt es da oben noch Sprint- und Rundkurs und sowas. Wir schauen mal, was wir heute noch alles schaffen. Erstmal wird jetzt das UL-Rennen hier in Angriff genommen, das hatte ich beim letzten Mal schon geplant. Ich bin fast ein bisschen traurig, bald ist es vorbei. Wir haben 46.000, nach dem Rennen haben wir nochmal 7.000 mehr. Nee, ich glaube, so richtig wird das nichts mehr mit dem neuen Auto. Wir haben vielleicht so gerade. Wir müssen mal schauen. So, wir fahren aber erstmal UL. Sei nicht böse auf mich, okay? Niki ist jetzt auf unserer Seite. Caleb erzählt allen, dass du nie mehr Rennen fahren wirst, wenn er das Sagen hat. Er spinnt total. Nimm dich in Acht. Ich werde tun, was ich kann. Aber jetzt liegt's an dir. Was seid ihr nur für Schlappschwänze? Keiner von euch kann diesen Kerl fertig machen. Keiner! Was meint ihr, was passiert, wenn er weitergewinnt? Dann könnt ihr euch verabschieden. Von euren Sponsoren, von der ganzen Kohle, von allem. Wir kümmern uns drum. Diesmal kommt er uns nicht davon. Ihr sorgt dafür, dass er ein für alle Mal verschwindet. Oder ich mache euch kalt. So ist das. Caleb will uns tot sehen. Das Ding ist, und das fällt mir jetzt erst auf, so beim Durchspielen, erneuten Durchspielen, eigentlich ist die Story von Underground 2 ja doch ziemlich flach. Also bei Underground 1 mit Eddie, Samantha und so, ich weiß nicht. Hier bei dem Spiel hast du eigentlich diese Cutscenes am Anfang, eine ganze Menge so, hey, willkommen in der Stadt, Rachel und so, die Stars, Cutscene hier, Cutscene da. Irgendwann kommt dann Caleb dazu und... Aber, also, wie viele Parts sind wir gefahren oder haben wir gespielt? Hohoho, tschüss! Wie viele Parts haben wir gespielt, wo gar keine Cutscenes und nichts kam? Also, an sich ist... Ja, also, wir alle sagen immer, Underground 2 war so geil und sowas, die Stories damals und so und dieses Spiel und das Tuning und so weiter. Aber storymäßig zumindest, muss man ganz ehrlich sagen, ist es ja doch ziemlich flach. Da hast du bei Need for Speed 2015 eigentlich eine Menge mehr gehabt. Und vom Peinlichkeitsfaktor her sind die Cutscenes auch nicht weniger schlimm. Also... Sehr schlecht geschauspielert, ist ja gar nicht mehr geschauspielert, aber ich sag mal, sehr schlecht kindisch aufgenommen das Ganze und halt, kaum Story im Endeffekt, weil Caleb ist zwar eigentlich der Bösewicht, aber was kriegt man von dem wirklich mit? So gut wie gar nichts. Man hat zwei, drei Cutscenes, wo der überhaupt nur erwähnt wird, jetzt am Ende sagt er dann so, ja, mach einmal, wo er Niki sagt, sie sollen uns fertig machen und jetzt sein Jungs sagt, sie sollen uns fertig machen, aber er ist halt doch kein richtiger Bösewicht irgendwie so, oder? Ich meine, da hast du ihn... Carbon oder in Most Wanted 2005 war es eigentlich mehr storymäßig am Start. Da ist das Spiel hier schon eigentlich eher flach, fällt mir so auf. Also man hat keine wirkliche... Man nimmt ihn nicht wirklich als Bösewicht wahr, den Caleb, oder? Ich meine, keine Ahnung, ist halt irgend so ein Typ, der uns ausschalten will, weil er King of the City werden will, aber viel mitkriegen wir von dem nicht. Naja, ist egal. Wir fahren erstmal gegen seine Jungs hier und Mädels. Einer ist da vorne auch schon über alle Berge. Ich glaube, den werden wir auch nicht mehr kriegen in diesem ersten Rennen hier. Eine Runde haben wir allerdings auch noch. Ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Need for Speed 2015 hat besser gemachte Cutscenes, auch wenn sie auch peinlich waren. Ja, die waren auch ein bisschen... cringy, so um es mal auf Englisch zu sagen. Fremdscham-mäßig. Aber hier doch genauso. Und bei 2015 hat es wenigstens echte Schauspieler und auf jeden Fall ein bisschen mehr, ja, Story auch nicht, aber auf jeden Fall mehr Cutscenes insgesamt. So, wenn du hier alle Cutscenes zusammenschneidest, ist es ja fast nix. Willkommen in der Stadt. Ich bin übrigens Caleb, ich will dich ausschalten. Oh, ich habe dich leider nicht ausgeschaltet. Fertig. Das ist im Endeffekt so die Story bei Underground 2. Naja, ist ja egal. Juckt uns nicht. Hauptsache, wir gewinnen hier, beziehungsweise das Rennen gewinnen wir nicht, aber... Ein zweiter Platz ist auch okay. Und den ersten Platz, keine Ahnung, hätten wir auch nicht kriegen können. Der Typ da vorne ist so absolut gut gefahren. Insofern muss der zweite Platz erstmal reichen. Der komische Corsa da vorne ist richtig abgegangen. Julie im Corsa, wir schreiben uns das mal auf. Julie im Corsa ist richtig abgegangen, die war wirklich gut vorne weg. Dann haben wir noch den Greg mit 4 Punkten. Okay, ich merke mir das und wir gewinnen das zweite Rennen. Okay, Deal? Ja, also Caleb will uns ausschalten, aber wie gesagt... Er wirkte nicht wie ein Bösewicht so richtig. Da hat man doch mehr Verbindung zu Razor zum Beispiel oder zu Darius aus Carbon. So, wir setzen uns jetzt direkt mal nach vorne weg. Werden auch direkt mal diesen Corsa los. Das war zumindest der Plan, hat aber schon mal nicht funktioniert. Na gut, der Corsa ist eindeutig weg erstmal. Nicht durch mich, aber die Kollegen haben das übernommen. Die haben meinen
Die haben meine Beschwerde gehört und haben eine Kamikaze-Aktion durchgeführt. Dann haben wir jetzt irgendwen anders, der vorne wegzieht, aber... Ach so, das ist Greg. Na gut, der darf auch nicht vorne sein. Wollte gerade sagen, wenn irgendwer anders vorne ist, ist es okay, aber mit Greg ist das halt genauso scheiße. Naja. Kann man hier eigentlich die Wand nehmen? Kann man, ist aber nicht unbedingt schneller. Kann man aber machen. Wenn man keine Lust hat abzubremsen, dann nimmt man da die Wand. Ja, also das ist alles schön und gut, aber Greg darf eigentlich auch nicht vorne sein. Und da kommt auch schon wieder der Corsa. Das sind genau die einzigen beiden, die nicht vorne sein dürfen, sind jetzt vorne. Es ist doch... Ich sieh's doch zum Mäusemaken. Wieso ist dieser Corsa so schnell? Das liegt an diesem komischen, hässlichen Spoiler. So, der zündet Nitro. Ich krieg ihn auch nicht mal gedreht. Das ist ein fucking Corsa. Der wiegt doch nichts. Mein Skyline sollte doch wohl mehr wiegen und den da weggeschoben kriegen. Wenn wir den Subaru gewinnen lassen, dann wird das richtig knapp fürs letzte Rennen. Dann müssen wir das letzte Rennen gewinnen. Es wäre schon sehr viel entspannter, wenn wir den Subaru auch noch loswerden. Und deswegen ziehen wir jetzt hier auf dem Flugstreifen mal richtig schön nach vorne. Ziehen auch am Subaru vorbei, lassen Subaru und Corsa hinter uns und gewinnen das Rennen. Das ist zumindest der Plan. Ne? Was dann am Ende bei rauskommt, müssen wir erst noch herausfinden. Aber soweit sieht das gut aus. Ich glaube, das zweite Rennen sollten wir gewinnen können. Nachdem wir das erste Rennen knapp verloren haben, gewinnen wir das zweite. Okay, immerhin. 2 Minuten 20. Und dann geht es jetzt ins dritte Rennen und dann haben wir jetzt ein bisschen Punktepuffer. Der Corsa war dritter, der Subaru zweiter. Damit haben wir ein bisschen Punktepuffer. Der Julie darf nicht vor uns sein und Greg darf vor uns sein, aber nicht... Ja. Letztes Rennen. Und dann werden wir auch noch ein bisschen Sprint oder Rundkurs schaffen. Und dann, ja, dann ist auch bald schon vorbei. Nächster Part könnte schon der letzte sein vom normalen storymäßigen Underground 2 Style. Dann machen wir noch diese Autovideos natürlich, die ich euch angesprochen, die ich schon oft angesprochen habe und die ich quasi angekündigt habe. Die machen wir dann noch. Ja, Jungs, benehmt euch oder fahrt euch alle gegenseitig in die Wand. Ist mir eigentlich egal. Dann machen wir noch so ein, zwei Autovideos und dann sind wir fertig mit Underground 2. Insofern... Ja, der nächste Part könnte schon der letzte storymäßige Part sein, im Sinne von, dann haben wir das Spiel an sich durch und machen dann noch ein bisschen Quick Race. Wenn wir heute noch, also wenn wir das jetzt hier gewinnen, dann ist das UL ja vorbei und dann haben wir noch die beiden Sprints und den einen Rundkurs oder was da noch auf der Karte war und dann ist Ende. Dann fehlt nur noch das letzte UL-Rennen. Und ich weiß nicht, ob es dann, ich glaube, das letzte UL-Rennen könnte, oder ist das letzte UL-Rennen schon das Finalrennen gegen Caleb? Oder kommt das Finalrennen gegen Caleb nochmal extra? Das kann auch sein. Okay, dann will ich noch nicht zu sehr darüber... Ja, dann weiß ich es noch nicht genau. Wir werden sehen. Aber dass nicht mehr viele Parts kommen, ist halt klar. Karte ist ja schon ziemlich leer. So, erstes Ründchen ist vorbei. Momentan erster, allerdings auch nur knapp. Und der Corsa kommt schon wieder. Alter, was haben die mit diesem Corsa gemacht? Verpiss dich doch mal, Julie. Warum bist du so schnell? Kannst du doch keinem erzählen, dass du so schnell bist mit deinem hässlichen, pinken Corsa-Ding da. Rosa Rache von LPN am Start, oder was, ey? Der Corsa geht richtig gut ab hier, der Kollege. Julie im pinken Corsa. So, wir fahren aber insgesamt ganz ordentlich, kann man sagen. Wenn wir das so durchziehen, dann sollte man hier... Also wir dürfen ja sogar... Julie darf ja sogar vor uns sein. So ist ja nicht... Julie darf vor uns sein. Greg darf sogar auch vor uns sein, aber er darf nicht weiter vor uns sein als nötig quasi. Also einen Platz dürfen die beide vor uns sein. Aber viel mehr halt auch nicht. Wir dürfen dann nicht... Wir müssen dann schon Zweiter sein. So, letzte Runde läuft. Wir sind vorne.
Soweit bin ich damit also zufrieden. Wir haben jetzt wirklich auch, also, super krass Rennen gewonnen. Wenn man mal zurückguckt, so die letzten 10, 15 Parts, wir haben fast nichts mehr verfahren müssen. Mal hier und da einen kleinen Jacks oder so, klar, die sowieso, aber Drifts haben wir schnell geschafft. Gut, die Downhill-Drifts mussten wir auch öfter machen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wir sind sehr schnell durchgekommen. Das hätte auch sehr viel länger dauern können. URL-Rennen kann man auch schon mal mehr verfahren müssen. Rundkursrennen, diese krassen Rundkursrennen, die wir gemacht haben. Wir haben eine ganze Menge Rundkursrennen gemacht. Auch die sind wir alle wirklich schnell durchgekommen. Ich bin sehr erstaunt. Hätte ich fast nicht gedacht. So, wen haben wir jetzt hinter uns? Ist das Greg? Ich weiß es nicht. Ist mir auch relativ egal, solange wir das hier gewinnen. Da war ich kurz im ersten Gang, das war nicht Sinn der Sache. Aber ist egal, das haben wir gewonnen. Und insofern haben wir auch das Turnier gewonnen. Der Corsa war direkt hinter uns, aber in der Gesamtwertung stehen wir eindeutig vor dem Corsa. So, 307.000. Kriegen wir eine Cutscene? Müsste eigentlich, weil die Jungs haben es ja nicht geschafft, uns fertig immer zu machen. Auch wenn sie das versprochen hatten. Sie haben uns sehr enttäuscht. Die Einzige, die uns ein bisschen Konkurrenz gemacht hat, war Jolie in ihrem pinken Corsa. Und die Jungs haben uns sehr enttäuscht. Keine Cutscene. Ich hätte gedacht, es gibt noch so eine Cutscene von wegen, Jungs, was soll das, der muss ich alles selber machen. Vielleicht kommt die dann vor dem letzten URL-Rennen. Denn das ist jetzt auf der Karte aufgeploppt. Das ist das allerletzte URL-Rennen. Wir haben aber noch zwei Sprints. Insofern fahren wir da mal weiterhin. Wir können natürlich auch schon Schluss machen jetzt. Ne, so einen kleinen 10-Minuten-Part. Nee, wir fahren noch ein bisschen Sprint und Rundkurs da hinten. Ja, ging dann doch wirklich flott das Spiel, ne? Gut, wir haben natürlich auch täglich Folgen gemacht. Insofern hat sich das jetzt nicht so lange gezogen. Wenn ich da so die Upload... Oh, shit, da geht's plötzlich nach rechts. Wenn ich hier bei diesem Projekt die Upload-Rate von Anno 1701 zum Beispiel gehabt hätte, dann wären wir jetzt ungefähr bei Part 10 oder so. Hier ist noch ein Rennen. Ich fahre gerade zum Sprintrennen, aber hier ist noch ein Rennen. Ein verstecktes Track-Rennen. Nicht zu glauben. Er hat gerade angerufen, im Beacon ist was los. Und wir kriegen nochmal ein Jack-Rennen. Ich hätte fast nicht gedacht, dass wir nochmal ein Jack-Rennen fahren dürfen. Und kriegen damit auch nochmal 4000 extra, die wir gut gebrauchen können, wenn wir noch ein Auto fahren wollen. Dann schieben wir noch kurz einen versteckten Jack zwischen. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir nochmal Jack-Rennen fahren dürfen. Aber ich sag nicht nein. Ist egal, dass wir da überdrehen. Einfach rausballern das Nitro und nach vorne zwischen. Ein Problem weniger. Wieder überdreht. Ist alles egal, solange wir vorne bleiben. Ja, in dem Fall dann nicht egal. Ist nicht passiert. Wir starten neu. Ich würde so gerne mal einen perfekten Start hinlegen. Wieder zu früh. Da war doch kurz da die Blaue. Der springt halt wirklich von Blau springt er direkt auf Rot rüber und keine Ahnung. Das war eine enge Kiste da vorne. Was? Totalschaden durch so ein kleines Wasserfass oder was? Haben wir jetzt echt einen Totalschaden bekommen, weil wir gegen das Wasserfass gefahren sind? Oh Leute. Ich war ja schon so froh, dass ich da vorbeigekommen bin. So, immer schön überdrehen, so haben wir das gerne, wollte ich sagen. Junge, runter! Ja, was ist denn heute los hier runter von der Straße, wenn ich komme? Meine Güte. Letzte versteckte Dreckrennen hier und das wird direkt 100 Mal gefahren, ich sag's euch. So, wir schieben den Kollegen gegen's Fass und fahren selber. Ey, was ist denn heute? Wie viele Versuche ist das jetzt? Sechster, siebter. Überall Verkehr am Start, immer Totalschaden. Nicht einmal überhaupt bis zum Ziel gekommen. Immer nur totaled. Können wir nicht die Gegner mal alle in die Wand schieben und die fahren irgendwo gegen und dann fahren wir gemütlich ins Ziel? Wäre doch sehr viel angenehmer. Irgendwie dran vorbeikommen, nicht drüber nachdenken, einfach nur fahren.
Und wir haben, ach ja, wir haben gewonnen. Okay. Ich wusste nicht, wie lang die Strecke ist, was da noch alles kommt. Kamera ist übrigens ausgegangen zwischenzeitlich. Ei, schwieriges Rennen. Viele Totalschäden innerhalb von sehr kurzer Zeit gehabt, aber wir haben es gewonnen. 4000, die wir nochmal gut gebrauchen können. Danke, danke. Schönes kleines Jack-Rennen noch zwischengeschoben. Hätte ich, wie gesagt, nicht erwartet, dass wir sowas noch finden. Hat mich sehr gefreut. So, wir fahren weiter zum Sprint. Wir fahren noch ein Sprintrennen und dann, ja, machen wir wahrscheinlich schon wieder Schluss. Und beim nächsten Mal gibt es dann wahrscheinlich die letzten Rennen. Ich bin gespannt. Da ist ein Rennen. Achso, das ist aber auch der Karte hier, die Sprintrennen. Ja, schade. Ich war kurzzeitig, dachte ich so, nice, noch mehr versteckte Rennen. Nee, hier ist das eine Sprintrennen. Und da drüben ist das andere Sprintrennen. Das hat mich jetzt so angelacht hier vorne. Oh, sehr lang. 6,2 Kilometer. Okay, gut, dann ist das wahrscheinlich auch das letzte Rennen des Tages. Wieder ein Corsa dabei, ein Evo dabei, ein Infiniti dabei. Schöne Autos und ein langes Sprintrennen, das vorletzte Sprintrennen. Also nochmal alles geben, nochmal hier den kompletten nicht vorhandenen Skill in die Waagschale schmeißen und dann... Ja, bin ich gespannt, wann wir beim nächsten Mal, ob wir dann das Spiel abschließen können im nächsten Part. Ich vermute es fast, weil wenn wir dann nur noch das eine UL fahren müssen, dann noch den... Beziehungsweise die anderen Rennen müssen wir vorher noch fahren, weil wenn wir das UL-Rennen fahren, ist die Stufe vorbei. Da ist der Sponsorenvertrag erfüllt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch den Rundkurs und den Sprint fahren und dann können wir das letzte UL-Rennen fahren und dann werden wir sehen, ob es das war oder nicht. Aber dann mache ich halt lieber diesen Part ein bisschen kürzer in der Annahme, dass dann wahrscheinlich der letzte Part, wenn der nächste Part der letzte Part ist, dann ein bisschen länger ist. Ich habe lieber den... Oh, ich sollte schalten. Ich habe lieber den letzten Part ein bisschen länger, so finalemäßig, als diesen hier und dann das Finale sehr kurz. Deswegen fahren wir den Sprint beim nächsten Mal und nicht mehr heute. Also den anderen Sprint. Ich glaube sowieso, dass der hier lang genug ist. Ist ja auch noch nicht gesagt, dass wir den hier gewinnen beim ersten Versuch. So, mit dem haben wir uns ein bisschen gekabbelt, aber ist alles gut gegangen. Wir sind immer noch vorne. Irgendeiner hat sich auch da die Säule mitgenommen und sich gedreht. Schön links und rechts die Wände mitnehmen. Warum eigentlich nicht? So, lange Strecke. Wir sind bei 60%, aber es ist auch Gott sei Dank nur ein Sprintrennen. Solche Strecken hier, wie wir jetzt gerade fahren und dann nochmal mit drei Runden, ne, als Rundkurs. Das haben wir besonders gerne. Aber dadurch, dass es nur ein Sprint ist, sollte man das eigentlich gewinnen können. Und es dauert dann auch nicht so mega lange. Auch wenn es eine lange Strecke ist. So, das schwierige, ich sag mal, der schwierige Teil der Strecke kommt halt wirklich erst am Ende. Man sieht es auf der Minikarte. Jetzt geht's eigentlich erst los mit dem Rennen. Jetzt kommen hier noch die Serpentinen und alles. Und da werden aber auch direkt mal gedreht. Die Gegner kommen direkt mal ran hier. Wie vermutet, das Ende wird dann richtig schwer nochmal. Und der Corsa gönnt sich das Taxi. Das ist sehr schön, da freuen wir uns. So, soweit, so gut. Ich glaube, da kommen aber nochmal richtig fiese Abschnitte jetzt gleich, oder? Ich weiß es nicht. Wir fahren hier durch die Tanke. Okay, das ist gut gegangen. Das hätte auch schief gehen können. Aber ich glaube, das haben wir gewonnen. Ja, das haben wir gewonnen. Und voll gegen die Insel. Na, danke. Das Auto dankt. Das Auto dankt. Naja, wisst ihr was? Dann fahren wir jetzt den zweiten Sprint doch noch. Ich habe gerade darüber geredet, dass ich den dann lieber im Finale mache, weil dann das Finale ein bisschen länger ist. Aber wir machen den jetzt noch. Weil ich habe gerade darüber nachgedacht. Wir haben ja noch ein Rundkursrennen. Rundkursrennen können auch schon mal lange dauern. Das letzte UL-Rennen könnte auch nochmal richtig lang dauern. Das heißt, wir fahren lieber jetzt noch den Sprint jetzt und dann fahren wir beim nächsten Mal. Weil es kann ja sein, dass wir die Sachen mehrfach fahren müssen im letzten Part und dann mache ich das lieber im Finale. Dann ist natürlich, dann besteht die Möglichkeit, dass das Finale ein bisschen kürzer ist, als es eigentlich sein sollte. Aber sonst wäre der Part hier, ja, wir fahren auch eben das Sprintrennen hier. Ach, noch eben. 6,4 Kilometer. Ach du Scheiße. Noch eben hier das Sprintrennen, hat er gesagt. Na gut. Machen wir aber. Oder machen wir das beim nächsten Mal? Zumindest versuchen wir es einmal. Wenn wir es nicht im ersten Versuch fahren, schaffen, dann fahren wir beim nächsten Mal nochmal, aber... Vielleicht schaffen... der Golf sieht aus wie Pikachu. Wenn wir das Rennen jetzt im ersten Versuch gewinnen können, ist gut. Und wenn nicht, machen wir es beim nächsten Mal. Weil ich meine, das Finale mit dem letzten UL-Rennen und dem Rundkurs, der da noch ist, ich kann das nicht einschätzen, wie lange der Rundkurs noch dauert. Wird wahrscheinlich so oder so schon lang genug sein. Also lieber noch den Sprint fahren. So, Taxi, schönen guten Tag. Sah auf der Karte nach einem sehr langen Rennen aus. Wir sind bei 10%. Naja.
So, wir haben ein Peugeot vor uns. Das sind immer die Kleinwagen, die Stress machen, ne? Immer diese hässlichen Kleinwagen machen. Ja, natürlich. Natürlich, gönnt euch die Wand. Gerne, jeder darf mal. Aber Hauptsache, ihr lasst mich vorbei. Okay, also ich weiß es nicht. Wir müssen schauen. Vielleicht war es blöd, dass ich das jetzt hier noch gemacht habe, das Rennen dann. Weil dann das Finale ein bisschen zu kurz kommt. Aber wir haben natürlich auch noch Cutscene drin und Finalrennen. Und das, ich glaube, es macht mehr Sinn, den Sprint jetzt noch zu fahren. Vor allem waren wir dann sowieso jetzt direkt daneben. Boah, wir sind erst bei 30%, Mann. Langes Rennen. 6,5 Kilometer oder was das waren. So, Tunnel, da wissen wir, da kann ich nicht schön durchfahren. Die KI kann das irgendwie schon, aber ich kann das nicht. Jetzt ist die Hälfte rum. Eins, ja, wobei, dann geht's aber. 1,33. Wobei, da kommen jetzt noch langsamere Abschnitte. Bisher sind wir ja auf dem Highway gefahren. Meine Güte. So, da kommt Pikachu und überholt uns. Und wir überholen Pikachu wieder zurück. Wir brauchen hier volle Konzentration. Es wäre schön, das noch eben mitzunehmen, das Rennen. Wenn das klappt, dann haben wir nämlich fürs Finale nicht so Stress, dass es irgendwie zu lang wird. Da können wir uns dann in Ruhe noch das Rundkursrennen anschauen und danach bleibt ja nur noch das UL-Rennen auf der Karte. Und ja, ich weiß halt, wie gesagt, nicht mehr. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung, ob danach nochmal neue Rennen aufploppen, von wegen neue Finalrennen oder sowas. Das kann nämlich sein. Wir werden sehen, aber wenn das nicht so ist, dann ja. Finale und so. Wie viele Parts haben wir dann gemacht, wenn das Finale wäre? Warte mal, jetzt sind wir bei Part. Jetzt sind wir bei Part 42 gerade. Das wäre dann 43 Parts wären das dann. Was eine schöne Länge ist eigentlich, finde ich. 43 Parts. Underground 1 waren 28 oder so. Das ist auf jeden Fall länger. Und das soll auch so, weil Underground 2 war auf jeden Fall länger auch als Underground 1 als Spiel. Gerade weil es eine Open-World-Map hat und weil man viel rumfährt. Und wir haben gewonnen. 3 Minuten. Also Underground 2 hat mehr Tuning, hat verschiedene Rennstile. Die Rennen sind teilweise recht lang und man hat halt einfach auch diese offene Spielwelt, wo man immer hin und her fahren muss zwischen den Sachen. Natürlich habe ich das manchmal auch ein bisschen geschnitten, aber insgesamt dauert deswegen Underground 2 deutlich länger. Das war's aber erstmal mit diesem Part hier und wenn euch dieser Part hier gefallen hat, dann lasst ihr ein Däumchen da. Wir haben gespeichert, das ist alles kein Problem. Das Spiel weiß eben, wann Schluss ist. Also wenn der Part euch gefallen hat, freue ich mich über ein Däumchen. Euer Walle, bye bye.